Ja, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich weiß nicht genau, ob es alles so klappt, wie ich mir es vorstelle, aber wir wollen in den zweiten Teil starten und es geht los mit unserem Bereich der LPO, APO, WBO. Das sind Prüfungsfragen, die aus diesen Bereichen kommen. Die sind so ein bisschen, ja, oft unerwartet, allerdings nicht weiter verwunderlich. Das gehört ganz eindeutig mit zur Reitlehre dazu oder zur Ausbildung dazu für ein Reitabzeichen, dass man weiß, nach welchen Regeln man seinen Sport betreibt und wo man die einzelnen Positionen nachgucken kann, die man dann unter Umständen braucht, um diesen Sport auch in der Breite dann auch durchzuführen. Okay, ich würde vorschlagen, wir legen los und ja, sehen uns gleich. Ja, und da sind wir auch schon. Wir sind bei den Reitabzeichen Theoriebereich WBU, LPU, APU. Ihr seht schon, WBU, LPU, APU ist farbig gekennzeichnet. Und zwar ist es so, dass diese Prüfungen oder diese Bereiche auch in der Literatur, die vom FN Verlag kommt, auch so farbig deklariert ist. WBU ist grün, so ein dunkles Grün. LPU ist das klassische Gelb und die APU das klassische Rot. Wir sehen in Blau auch noch Teile der LPU. Das sind die Aufgabenhefte für das Voltigieren, für das Reiten und für, was haben wir noch? Voltigieren, Reiten und Fahren natürlich. Und da sind also die Dressuraufgaben, die wir in den Prüfungen jetzt reiten, zum Beispiel drin, aber auch jede Dressuraufgabe, die in der Turnierszene geritten wird. Da unten rechts seht ihr noch dieses Weiße. Das sind die internationalen Aufgaben. Die interessieren uns im ländlichen Bereich eher weniger. Aber es gibt, wie gesagt, dann noch die Aufgabenhefte oder das Aufgabenhefte im Aufgabenbereich für den internationalen Sport. Wir wollen uns aber jetzt einfach mal anschauen, wie steht es denn um diese WBU, LPU, APU-Geschichten und was ist für euch prüfungsrelevant, welche Fragen kommen da immer wieder und sorgen dann doch so ein bisschen bei den Teilnehmern für eine gewisse Verunsicherung. Jo, und dann machen wir weiter. Wir sind aber jetzt im nächsten Bereich schon. Gut. So geht's weiter. Was erwartet uns also hier? Wir erwarten die Regelwerke für den Reitsport in Deutschland im Schnelldurchlauf. Die WBU ist der Wettbewerbsordnung für den Breitensport. So ist das richtige Wort. Die Wettbewerbsordnung für den Breitensport. Das sind also alles Turniere, die so im kleineren Bereich sich abspielen. Kommen wir später darauf zurück. Die LPU ist die Leistungsprüfungsordnung. Die Leistungsprüfungsordnung ist im Prinzip das, was wir so ab jedem A besseren A-Springen bis rauf in den großen nationalen Sport finden. Und die APU ist das, wo wir die Informationen finden, die wir bräuchten für unsere Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung generell. Da steht auch zum Beispiel drin, was wir an prüfungsrelevanten Themen haben für unsere Reitabzeichenprüfung. Also alles, das ist in der APU, alles, was mit Ausbildung zu tun hat, ist in der APU im Prinzip verortet und da finden wir weitere Informationen. Also auch im professionellen Bereich ist die APU da der Ansprechpartner. Die Wettbewerbsprüfungsordnung, das ist ein komisches Wort, das WPO müsste eigentlich halten für mich. Aber die Wettbewerbsordnung ist das Thema Nummer 1. Dort geht es um die Aufgabenstellung im Basissport. Also wenn ich ein ganz kleines Turnier machen möchte oder ein ganz kleines Turnier habe, so bis zum Bereich E und habe auch kein A-Springen, kein L-Springen dabei, dann bin ich als Veranstalter mit der Wettbewerbsprüfungsordnung gut aufgehoben. Wir haben die Aufgaben, die wir dort finden, also sind auch Dressurprüfungen, die geritten werden, die E-Dressuren zum Beispiel. Die finden wir dann wieder in dem Aufgabenheft der LPU wiederum, also im blauen Heft. Und die Anforderungen an den Turnierveranstalter, und darum ist diese WBO-Geschichte eigentlich eine ganz gute für Turnierveranstalter, die sagen, okay, wir wollen uns halt so ein bisschen klein halten, die ganze Geschichte unserer Veranstaltungen. Wir haben vielleicht nicht die Kapazitäten dann mit Tierarzt und mit Schmied und allem drum und dran, so in der Gänze. Wir haben also erleichterte Bedingungen, erleichterte Rahmenbedingungen für die Betreiber von Turniersportveranstaltungen, also für die Veranstalter. Wir können auch in der Ausschreibung ein bisschen freizügiger sein. Wir können da also Dinge reinbringen, die wir in der LPO nicht reinbringen können. Wir können Geschicklichkeitswettbewerbe mit reinbringen. Das sind also alles Themenbereiche, die wir in der LPO nicht finden, aber in der WBU werden die abgebildet. Soll sich auch so ein bisschen mehr in den Breitensport, sagt der Name ja auch schon, in den Breitensport hinein etablieren und dort den Nachwuchs vor allem auch
oder generell die Reitsportinteressierten auch so ein bisschen zwangfreier in den Sport integrieren. Was bei der LPO natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller ist, ist bei der WBU eher so ein bisschen, nein, ich will es nicht kleinreden in keinster Weise, aber man kommt dann vielleicht doch ein bisschen eher in den Sport rein. Also über reine WBU, reine LPO-Prüfung. Die LPO, unser Klassiker, wichtig und gerne gefragt bei der LPO, sind die Fragen nach den ethischen Grundsätzen und den Verhaltenskodex. Das habe ich so oft erlebt schon. Vielleicht habe ich da meine speziellen Richter, die da ganz gerne mal nachbohren. Ihr bekommt übrigens von mir, wenn ihr bei mir die Prüfung macht auch oder den Lehrgang macht, bekommt ihr die Handouts auch. Da könnt ihr euch das hier mal kurz durchlesen. Die ethischen Grundsätze im Pferdesport und die Pferde des Pferdefreundes, wie es hier schön steht, ist natürlich das faire Verhalten den Pferden gegenüber, dass wir inklusive nicht nur im Wettbewerb, sondern auch in den Trainingsrahmenbedingungen und dass wir in der Haltung auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen für unseren Sportpartner, für unseren Freund, für unser Pferd funktionieren. Also das ist übernommen worden in diese ethischen Grundsätze und ich denke mir, die sollte sich jeder mal durchlesen. Für viele ist es so, dass man sagt, na klar, ist doch logisch und natürlich mache ich das so und es schärft aber so ein bisschen den Blick darauf, auch auf den Blick des eigenen Verhaltens, dass man sagt, okay, wie bin ich denn, wie mache ich das denn? Und man kriegt dann doch eher mal ein Gefühl dafür, was dann auch unter Umständen mal schief läuft. Grundregeln im Verhalten im Pferdesport hingegen natürlich unser Verhalten, wenn wir irgendwo uns als nach außen repräsentieren. Wenn wir rausgehen und sagen, wir sind jetzt die Turnierreiter, dann kommen wir auf dem Turnierplatz an, dann sind wir vielleicht unterwegs auch schon mit unserem, ja, mit unserem Auto, mit dem Hänger, mit allem drum und dran. Unser gesamtes Verhalten, das sollten wir hier und da wirklich mal in Frage stellen, ob das denn immer so toll ist. Und ja. Also mitunter ist das Verhalten der Turnierreiter oder generell der Menschen ja sowieso nicht so ganz das Prickelnde. Aber wenn wir uns da so ein bisschen mal zusammennehmen, dann hat unser Erscheinungsbild nach außen noch eher Vorteile als Nachteile. So, wichtig und gern gefragt sind einige Teile aus der LPU. Und das sind dann solche Dinge wie die Aufteilung der LPU. Da haben wir A, die allgemeinen Bestimmungen, wir gehen später darauf ein. B, die besonderen Bestimmungen, auch darauf gehen wir ein. Wir gehen noch einmal auf die Rechtsordnung, das ist Teil C und die Durchführungsbestimmung. Also wenn ihr die LPO aufschlagt, habt ihr vorne so einen ganz kleinen Bereich, in dem ihr euch bewegen könnt, da könnt ihr mal gucken und da ist es in erster Linie dieses, diese ethischen Grundsätze und solche Dinge halt. Die A, B, C, D sind die Einteilungen, die wir uns dann im Endeffekt im Sport auf alle Fälle genauer anschauen müssen. Wobei D, wenn wir auch später sehen, für den Normalsterblichen eher weniger relevant ist. C sollte auch nicht relevant sein. Das wird immer nur dann spannend, wenn es richtig knallt. Wollen wir nicht. Die LPU. So, was ist gefragt im Teil A oder was kann man über den Teil A sagen? Beim Teil A geht es um die allgemeinen Bestimmungen. Also wenn ich ein Turnier machen möchte, dann kann das nicht jeder machen. Das kann nicht auf jedem Platz geschehen. Das kann nicht auf jedem Umfeld, in jedem Umfeld passieren. Das müssen also einige Dinge müssen erfüllt sein. Und wenn ihr auf ein Turnier mal fahrt und ihr fahrt irgendwo hin und sagt, okay, das ist jetzt ein absolutes Heckenfest und ihr seht, der Prüfungsplatz oder die Halle ist unter 20 Meter breit und unter 40 Meter lang und A, man möchte dort nicht reiten, aber B, hat dann einer furchtbar gepennt, weil man darf auf solchen Plätzen zum Beispiel nicht reiten. Oder wenn ihr seht, dass der Springplatz nicht eingezäunt ist oder wenn ihr seht, dass da kein Sanitäter da ist. Das sind also alles Dinge, die in den allgemeinen Bestimmungen geregelt sind. Die allgemeinen Bestimmungen werden im Prinzip abgefragt bei der Erstellung einer Ausschreibung. Wenn wir als Turnierveranstaltung eine Ausschreibung abgeben, dann ist die allgemeine Bestimmung, wird erstmal abgefragt, ist der Platz groß genug, habt ihr eure Richter eingeladen, habt ihr Turnierfachkräfte auch im Parcours stehen. Also der Parcourschef, ist das jetzt jemand, der auch eine Qualifikation hat oder ist es jemand, der vielleicht seine Lizenz nicht verlängert hat? Oder ganz und gar der Trainer Horst, der dann sich hinstellt und hegen die Stangen rauf und runter. Mag ja sein, dass er weiß, was er tut und dass er es auch gut macht, aber im Endeffekt ist das über die LPO dann so nicht gedeckt. Also wer ist zuständig? Welche Voraussetzungen müssen die Veranstalter erbringen? Und dann weiterhin natürlich auch noch, welche Pferde dürfen gehen, welche Reiter dürfen reiten. Also ich kann nicht jedes Pferd in jede Prüfung reiten. Es gibt Mindestalter. Bei den Springpferdeprüfungen mit dem 10-jährigen Pferd darf ich auch nicht reiten, aber ich darf auch kein 5-jähriges Pferd oder kein 4-jähriges Pferd im M- und S-Springen reiten.
Das sind dann Dinge, die in den allgemeinen Bestimmungen einfach niedergelegt sind. A zum Tierschutz und B auch, dass man die Reiter nicht überfordert. Und C im Endeffekt, dass die Rahmenbedingungen auch funktionieren. Also es gehört rein, was gehört in die Ausschreibung. Es müssen also definiert sein, wie sind die Prüfungen zu benennen, die wir machen. Dürfen wir oder können wir? Bieten wir die Rahmenbedingungen für die jeweiligen Prüfungen? Da steht aber auch drin, was ich als Nenngeld zu bezahlen habe. Ich kann also nicht auf ein Turnier fahren und sagen, ich komme da mal und reite umsonst. Das geht nicht. Es gibt also Preisgelder, Nenngelder. Und wenn ich gewonnen habe, möchte ich auch einen Ehrenpreis haben. Also auch das wird in den allgemeinen Bedingungen geregelt. Dazu kommt die Nennung und die Ergebnisse, also wie sind sie zu verarbeiten, die Nennung, wann sind sie einzureichen, wie geht das alles und das finden wir alles, wie gesagt, in diesen besonderen Bedingungen. Der muss anwesend sein, der Turnierleiter muss benannt sein, Tierarzt muss da sein, Arzt muss da sein, beziehungsweise das Rote Kreuz, der Sanitäter halt. Ein Schmied muss da sein, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass man einen Schmied auf Abruf hat. Allerdings bei besseren und bei größeren Turnieren ist der Schmied obligatorisch. Es steht drin, Richter, Parcourschef, Meldestelle. Na klar, wir brauchen eine qualifizierte Meldestelle und alles das muss gegeben sein. Wir haben auch gewisse technische Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Aber das ist im Endeffekt auch schon ja, das Wesentliche, der Turnierablauf. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt zu den allgemeinen Bestimmungen, der wiederum immer wieder gefragt wird in den Prüfungen, und das ist der Paragraph 70. Und der Paragraph 70 behandelt die Ausrüstung der Pferde und der Reiter. Also was darf ich aufs Pferd draufschnallen? Was ist legitim? Darf ich auch in jeder Prüfung jedes Gebiss reiten? Nein, das darf ich nicht. Ich darf auch gewisse Ausrüstungsgegenstände generell nicht auf Turnieren nehmen. Ich darf keine Gamaschen haben, die irgendwelche Besonderheiten haben. Also alles das wird auch auf dem Turnier überprüft. Manche Dinge sind sehr offensichtlich. Wenn ich also mit der falschen Trense in die Prüfung komme oder im falschen Gebiss in die Prüfung komme, dann bekomme ich schon meine Ansage von den Richtern auf dem Abreiteplatz. Und das kann auch recht unangenehm werden, wenn ich dabei erwischt werde, wie ich gemogelt habe. Und dann ist natürlich Polen offen und dann gibt es richtig Ärger. So, irgendwelche Sachen, die unerlaubt sind, gehören nicht auf die Pferde. Und wir machen auf den Turnieren Pferdekontrollen. Das heißt, die Pferde werden im Prinzip nach der Prüfung rausgezogen von einem Richter und von einem Tierarzt. Und da werden die Pferde untersucht, da wird geguckt, gibt es irgendwelche Verletzungen am Pferd, gibt es irgendwelche Dinge, die das Pferd ja, beeinflusst haben. Und alles das wird dann im Endeffekt unter Paragraph 70 auch natürlich gesehen, was darf ich denn aufs Pferd drauf machen und wie regelkonform ist meine Ausrüstung. Gut, B, der Teil B, die besonderen Bestimmungen. Da geht es in erster Linie um die verschiedenen Disziplinen. Also man muss unterteilen zwischen Springsport, Dressursport, Vielseitigkeitssport, Fahren, Voltigiersport und was da noch so alles gibt. Und diese Bereiche sind in der LPO erstmal ganz markant gekennzeichnet mit so einem blauen Streifen. Ich habe die sogar hier liegen. Also wenn ihr das seht, wir haben hier einen rosanen Bereich, das ist Springsport. Wir haben einen blauen Bereich. Ich hoffe, man sieht, das ist ein roten Bereich. Haben wir einen blauen Bereich, haben wir auch. Der blaue Bereich ist der Dressursport, der gelbe ist der Vielseitigkeitssport. Und dann kommen wir noch ins Fahren rein hier hinten. Der Fahrsport ist braun. Also sieht einfach alles farblich markiert. Und das Aufgabenheft der Dressur ist auch ein blaues Heft. Das ist dann beinhaltet aber dann die Aufgaben. Der rosane Teil, das ist der Springenteil, auf den gehen wir kurz nachher nochmal ein. Aber wir finden auch einen kleinen rosanen Teil, zum Beispiel im Aufgabenheft, weil im Aufgabenheft auch die Springprüfungen mit Standardanforderungen sind. Also wenn man sagt, okay, ich reite jetzt ein Springen mit Standardanforderungen, lese in der Ausschreibung Paragraph 1, keine Ahnung was, Quatsch, Paragraph 1, Parcours P1 zum Beispiel, und dann finde ich diesen Parcours P1, den finde ich im Aufgabenheft. Nicht dort im rosa Teil, sondern im blauen Aufgabenheft, dort ist er drin. Ja, wie geht's weiter? Besonderen Bestimmungen. Werden die einzelnen Prüfungen definiert in den besonderen Bestimmungen? Welche Prüfungen gibt es? Welche Prüfungsformen gibt es? Wie werden sie ausgeschrieben? Ich kann also in den Kandachen-L nicht reinreiten mit einer Wassertrense und genauso wenig kann ich in die A-Dressur mit der Kandare reinreiten. Schlafzüge schon gar nicht. Paragraph 70, die Ausrüstung. Und das müssen wir natürlich in der Ausschreibung erstmal lesen. Wir bekommen eine Ausschreibung vom Veranstalter zur Verfügung gestellt, entweder per Neon, dem Online-Format der FN
oder per Papier, also in den ganzen normalen regionalen Zeitungen. Da werden die Ausschreibungen auch veröffentlicht und da steht es immer drin. Als Beispiel habe ich mal einen Spring, ja, ich bin Parcourschef, einen Springbereich rausgenommen. 501 A1 ist ein Fehlerzeitspringen, das heißt vier Fehler steht da drin, in der LPO steht drin, eine Stange fällt runter, vier Fehler. Die Zeit läuft, wenn die Zeit überschritten wird, Zeitfehler. Verweigern, Fehler. Und alles das, wie viele Fehler dann zusammenkommen, wann scheide ich aus, alles das steht in der LPO. Paragraph 504, Anzahl und Abmessung der Hindernisse. Also wenn ich wissen will, was ist denn so ein E-Spring, wie hoch ist es denn? Und das muss ich mal ein bisschen vorgreifen. Ein Springen hat einmal eine Höhe und hat eine Anzahl der Sprünge und eine Tiefe der Sprünge. Also wie tief ist der Oxer? Also nicht wie tief ist das Loch im Boden, sondern bei der Tiefe eines Sprungs spricht man vom Oxer, wie tief die oder wie weit die vordere Stange von der hinteren Stange weg ist. Also wie breit ist der im Prinzip? Da spricht man von Tiefe. Und wenn wir sagen, so ein Loch im Boden, keine Ahnung, irgendein Graben, dann ist das nicht die Tiefe, die wir da meinen. Also Paragraph 504, was ist verlangt in den Prüfungen? Und das ist der eine Bereich. Und wir wissen aber aus dem Turniersport, aus dem aktiven Reiten, die Anzahl oder die Höhe der Sprünge ist nicht wirklich immer so ganz wichtig. Ganz oft ist es einfach der Weg und die technische Anforderung, die ich da im Parcourschef oder der Boden oder das Wetter oder das Gegenlicht an euch stellt, die dann eher wichtig sind. Gibt dann für jede Art von Prüfung irgendwelche Paragraphen, 525, zwei Phasenspringen. Das heißt, ich reite den ersten Parcours durch und die erste Hälfte vom Parcours durch. Wenn ich keinen Fehler habe, reite ich weiter. Wenn ich einen Fehler habe, dann bin ich draußen, dann gehe ich nach Hause. Also alles das steht in der LPO, in dem rosa Teil in dem Fall, aber in den Dressurteilen steht halt auch das alles drin, was da gefordert wird und genauso in den anderen Teilen. So, die Rechtsordnung. Also wenn es richtig rabbelt. Wenn wir alle, habe ich Ihnen geschrieben, wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, wenn wir uns alle darauf einigen können, dass wir miteinander und mit dem Pferd vor allem auch fair umgehen, ordentlich umgehen, wenn wir gewisse Anstandsformen haben, dann brauchen wir die Rechtsordnung eigentlich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch viel auf Turnieren unterwegs gewesen in den letzten Jahren. Es wurde immer weniger. Früher gab es dann noch mal den Heißsporn, da wurde auch mal verbal ausfällig irgendwie artikuliert sich. Und das ist aber alles ein bisschen besser geworden oder eigentlich deutlich besser geworden. Nichtsdestotrotz, wenn es da Streitthemen geben sollte, wenn jemand sagt, okay, ich fühle mich jetzt hier ganz ungerecht behandelt, oder wir sehen beim Turnier, dass ein Pferd wirklich von unserem Reiter so behandelt wird, dass wir sagen, das geht überhaupt nicht, dann kommt der Teil C, die Rechtsordnung, ins Greifen. Oder wenn man merkt, ein Pferd springt heute abartig und dann nimmt man vielleicht mal eine Blutprobe oder man guckt sich mal die Gamaschen an und dann sieht man auf einmal, die sind präpariert oder man merkt auf einmal, da ist Doping betrieben worden, da gibt es leistungssteigernde Mittel und die kann man auch im Labor nachweisen und die werden auch nachgewiesen. Da ist ein Tierarzt da, zieht Blut und schaut sich das mal an. Das sind so Dinge, wo es natürlich dann richtig schön unangenehm wird. Da gibt es Geldstrafen, da gibt es Sperren. Das heißt, man ist dann unter Umständen die Saison, bleibt man den Rest des Jahres daheim. Das kann auch recht schön sein, aber ich denke mir, das steht auch in jedem Zeitungsblättchen drin und jeder erfährt es. Es muss nicht sein. Aber nichtsdestotrotz, wir sollten immer gucken, dass wir fair gegenüber den Pferden sind. Und bitte, wir sollten uns auch darum bemühen, dass wir immer uns verbal im Griff haben. Und jetzt muss jetzt nicht mal besonders ausfallend sein, aber wenn ich auf dem Turnier bin, bin ich dort Gast. Und wenn ich mich bei meinem Gastgeber einfach so präsentiere, dass er sagt, den will ich am besten nie wiedersehen, dann macht das alles keinen Spaß. Also tut euch das nicht an, weil das ist euer Name, den ihr da ruiniert. Und tut es den Veranstaltungen nicht an, weil die Veranstaltungen leiden unter so Mieseprims ganz gewaltig. Also, das ist die Rechtsordnung. Teil C. Also wir haben A, allgemeine Bestimmung, B, besondere Bestimmung, Teil C, die Rechtsordnung. Das solltet ihr so ein bisschen drauf haben. Dann haben wir noch ein D, haben wir gesagt, das sind die Durchführungsbestimmungen. Die interessieren uns im normalen Leben eigentlich weniger als auf normalen ländlichen Turnieren oder bis zum nationalen Bereich, wo alles so innerhalb von Deutschland bleibt, ist das alles relativ, ja, unaufgeregt. Bundeschampionat, Bundesveranstaltungen, da gibt es Bedeutung. Also wenn ich irgendwo ein national hochwertiges Event habe, dann kommen dann besondere Bestimmungen nochmal mit rein, die Durchführungsbestimmung. Da können also Dinge geändert werden, die vom normalen Modus abweichen. Im internationalen Sport sowieso, da müssen wir auch dem Regelwerk der FAI unterlegen oder da müssen wir uns danach auch richten. Aber im normalen Turnierleben haben wir da eigentlich relativ wenig Berührungspunkte. So,
Die APO, jetzt habe ich das Bild von der LPO noch hier, das stimmt natürlich jetzt nicht. Die APO ist die Ausbildungsprüfungsordnung. Und die wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe reingehen. Das ist alles, was mit Ausbildung zu tun hat, spielt da rein. Das geht vom Pferdeführerschein bis zum RA1 und das geht vom ersten Rangehen als Trainer in die Trainertätigkeit, also vom Trainerassistenten bis hin zum Diplomtrainer, Meister Kuckuck was, bis zur Berufsausbildung. Also alles das ist dort verankert, auch die Ausbildung von Turnierfachleuten, also Richter, Parcourschef und alles das. Ja, und dann sind wir aber auch schon fertig. Also das sind so Dinge, die APO, einfach alles, was mit Ausbildung zu tun hat, ist in der APO drin. Auch eure Prüfung, die ihr macht, ist definiert in der APO. Ihr könnt euch, wenn ihr Spaß dran habt, einfach mal die Durchführungsbestimmungen runterladen von der FN-Seite. Ich werde es hier unter das Video mal reinpacken. Die Durchführungsbestimmungen für Lehrgangsleiter und Richter. Wenn ihr euch das mal durchlesen wollt für eure einzelnen Prüfungen, das ist ein Riesenwerk mittlerweile, aber im Endeffekt kann man da mal reinschauen, was ist denn da verlangt für meine Prüfung und worauf schauen die Richter. Weil das sind die Dinge, die die Richter in die Hand nehmen, wenn sie sagen, okay, ich nehme heute ein Reitabzeichen ab. Und dann gucken die schon mal in diese Listen rein, was muss ich denn überhaupt prüfen. Ja, soweit von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt an mich, dann bitte immer per E-Mail, könnt ihr machen, gar kein Problem. Schreibt mich an. Es geht auch um Fragen außerhalb von diesen Themen jetzt. Zum Reitsport, zum Basisreitsport, zur Organisation in einer Reitanlage oder wie organisiere ich meine Reitschule. Also alles das sind Dinge, die wir gerne auch mal aufgreifen oder worüber gerne was machen. Und wenn ihr Interesse daran habt, dann einfach melden, Finger hoch und dann schauen wir weiter. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, falls ihr ein Abzeichen vor der Nase habt, wie meine jungen Damen und Herren. Dann viel Erfolg dabei und ja, wir hören uns beim nächsten Thema. In dem Sinne, macht's gut. Euer Thomas Hamser aus Kaben. So, jetzt müssen wir das hier beenden.